Affenpocken. Müssen wir vor ihnen Angst haben? Die schlechte Nachricht. Affenpocken verbreiten sich gerade weltweit sehr schnell. In nunmehr 12 Ländern sind über 100 Fälle bekannt. Allein in Deutschland gibt es schon 4 Fälle und Wissenschaftler vermuten deutlich mehr. Die Krankheit verursacht Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, geschwollene Lymphknoten und eben Pocken, also so kleine Bläschen. Die Krankheit wird übrigens zumeist nicht von Affen, sondern von Nagetieren übertragen. Eigentlich ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch selten und nur bei engem Kontakt möglich. Ansteckungsgrund soll daher in vielen Fällen sexy time sein. Und erste Länder schicken die Infizierten nun in Quarantäne, wie etwa Belgien. Aber jetzt die gute Nachricht. Es gibt schon eine Impfung, die vor Affenpocken schützt. Und zudem soll die Krankheit nicht so stark ansteckend wie Corona sein. Von daher versucht cool zu bleiben und die Frage ist beantwortet,